Am Drucker haben wir auf der rechten Seite die Rückansicht des Pergamonmuseums. Hinter dem Pergamonmuseum hat man noch einen kurzen Blick auf das alte Museum und das neue Museum. Auf der rechten Seite haben wir anschließend einen Säulengang, der in den 20ern zugemauert wurde, um Werkstätten für die Restauratoren zu schaffen, da auf der Insel großer Platz von der Herrschaft. Der Säulengang wird nach und nach für ein überirdisches Grundwerk wieder geöffnet. Hinter diesem Säulengang haben wir auf der rechten Seite die alte Nationalgalerie. Sie wurde von zwei Schülern Schinkels bestaunt und Schülern. Hier ist die Restaurierung seit 2001 abgeschlossen. Man kann schon sämtliche Ausstellungen besuchen. Wenn man dann gleich, dazu müssen wir noch ein kleines